herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Skyrim. Das letzte Mal haben wir ein Teil von Gauldurs Amulett gefunden in Folguntur. Und jetzt wollen wir mal eins im Saartal und in Geiermunds Halle finden. In der Zwischenzeit bin ich ein bisschen umhergereist. Ich befinde mich gerade im Mortal. Das haben wir vorher noch nicht entdeckt. Leider hat die letzte Aufnahme nicht ganz funktioniert. Ich habe aber bis dato keine weitere Quest abgeschlossen. Ich habe nur lediglich ein paar angenommen. Also zum Beispiel hier oben die letzte Ruhe und ein paar verschiedene Quests. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich habe keine Quest weitergemacht. Deswegen wollen wir uns jetzt dann direkt mal hier rum widmen oder hier rum bemühen, die Bruchstücke zu finden. Hier ist das Saartal. Okay, wo ist das andere? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, hier. Oh, Geiermunds Halle, da ist man schon direkt. Im Prinzip. Dann wollte ich jetzt mal zum Feuerschleier schnell reisen. Dann gehen wir mal als erstes dahin. Wenn ich da noch ganz richtig informiert bin, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, werden wir das Saartal innerhalb der Quests, die es von der Magiergilde, glaube ich, gibt, sowieso noch öfter mal dorthin kommen oder einmal zumindest dorthin kommen. Ich frage mich, ob wir vielleicht zuerst die Magiergilden-Quests anfangen sollten, bevor wir dahin gehen. Das weiß ich noch nicht so genau. Jetzt einmal so schön dabei sind, aber das gleiche verliest zweimal, das ist ja für euch sicherlich auch nicht gerade so spannend. Das Saartal ist, glaube ich, nicht ganz so klein. Ich glaube, wir fangen die Magiergilde nach diesem Verlies hier an. Das sind ja dann sowieso dabei. So, aber hier sind erstmal Pilze. Eisenerz. Das nehmen wir doch mit. In der letzten Folge habe ich viele Zutaten gesammelt, wenn ich nach Mortar gelaufen bin. Unglaublich viele auf dem Weg da gefunden. Ich werde jetzt, keine Sorge, ich werde nicht... Oh. Ja! Der hat mich gesehen. Wie ich Erz abgebaut habe, scheinbar. Du stehst noch, auch nicht schlecht. Man sollte sich vielleicht vorher umgucken, bevor man irgendwo was abbaut. Pilz oder so? Ja. Irgendwo da. Oh ja. Okay. Oh, Abenteuer. Verlorene Legenden. Ja, das ist nichts wert. Werde ich jetzt lesen. Da oben über mich. Hier geht's weiter. Echt sehr viele Pilze. Für einen Zutatensammler wie mich. Mal wieder genial. Okay. Hier geht's tiefer runter. Und da ich keinen anderen Weg komme. Naja, hier komme ich wieder hoch. Mhm. Da ich keinen anderen Weg im Moment sehe, geht's auch einfach mal hier runter. Geldbeutel nehmen. Sehr schick. Und noch eine Begräbniskunde, wo nochmal Gold drin ist. Sehr gut. Hier geht's auch weiter. Wie geht's denn hier unten? Ach, zu einer Truhe. Cool. Ja, das war es dann auch schon. Begräbniskunde. Perfekt. Dann müssen wir aber hier entlang. Was? Direkt hinter der Tür. Unglaublich. Hinterlistig. Er hatte sogar noch einen silbernen Granatring dabei. Perfekt. Auch das ist aufgeschlossen. Sehr gut.
starker Heilungstrank. Und sonst nichts Gescheites hier hinter. Naja, man kann nicht alles haben, Freunde. Infizierte Leiche. Die hätte ich gar nicht erst gesehen. Stahlpfeile. Ja, da waren da Pfeile dran. Hier an der Seite. Ich habe natürlich nicht gesehen, welche auf der anderen Seite stand. Das war nicht so tragisch. Hat mich nicht gewurmt oder nicht getroffen. Adler, Wal. Wal, Schlange. Du lebst. Lebtest. Okay, hier muss ein Adler hin, würde ich jetzt mal sagen. Adler, beim nächsten dann Wal. Das war aber knappi. Kam etwas runter. Also. Ich, wie gesagt, ich persönlich würde vermuten, dass hier jetzt Wal hin muss. Hier kommt Schlange. Und hier ist nochmal Wal. Bin mir aber nicht sicher. Ah, ja, man muss von links nach rechts lesen. Die einen Symbole waren auf der linken Seite, die anderen auf der rechten Seite. Logisch denken hilft manchmal im Spiel doch ein bisschen. Die sind hundertprozentig Gegner. Ja, leider war ich. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Einer noch da. Schleichen verbessert auf 76. Sehr schick. Was ist das denn? Anscheinend nicht richtig in der Nähe. Hey, gib mir das Gold. Danke. So. Hier. Lederstreif dabei. Dabei haben wir das. Gut, aber was anderes Schönes ist hier unten nicht, außer hier noch Beißkappe. Hinter ist Gold. Okay, ich hab nichts gesagt. Wenn schon sie Gold haben oder nicht haben, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, cool. Der andere Gegner ist wahrscheinlich hinter dem. Ich höre schon was. Ach, da oben. Ah, das ist ein Dorgewicht. Das war ein Dorgewicht. Oh, der ist sogar dahinter geflogen. Sehr schön. Ich habe ein leichtes Problem mit meinem Audioprogramm. Ich höre das Spiel relativ leise, was mich ein bisschen stört. Ihr hört das in einer ganz normalen Lautstärke, wenn ich da richtig informiert bin. Erzmark hier Geiermund. Hier liegt der Schlüssel. Geiermunds Grabinschrift. Fürst Geiermund, Erzmagier von Windhelm, oberster Kampfmagier von König Harald. Magier tot wie Löwen dient uns. Haltet ewig eure Wacht. Schützt das Reich mit diesen Siegeln vor drei Verrätern und Zwietracht. Nehmen wir. Da geht es wahrscheinlich um diese. Wie hießen sie?
Gauldursons, die ja scheinbar recht böse waren. Jo, er ist einfach da gespawnt. War noch gar nicht da vorher. Spinny. Tu doch nicht sowas, Spinny. Wo geht's denn weiter? Hier oben wird es nicht weitergehen. Dann kann ich aber durchgucken. Mhm. Hat der eigentlich hier auch wieder so viele Kumpels, so wie der andere Gauldursson? Weil dann wird das wieder ein schöner Spaß. Da auch die toten Körper zu plündern. Okay, machen wir das mit dem Schrei. Dann kommst du jetzt hier um die Ecke gelaufen. Würde ich mal vorschlagen. Ja, ja. Warum ist das ein Droger? Geißel. Mein Übergriff ist mir jetzt egal. Aber sie hat ganz schön viele Pfeile geschluckt. Schon ein bisschen eine Frechheit. Muss man mal dazu sagen. Jetzt nicht runterkommen, habe ich hier irgendwo was vergessen einzustellen? Aha. Der Hebel dafür zuständig ist natürlich. Wie konnte ich das nur nicht sehen? Stehen sie schon da? Pfeile dabei. Na wer? Ja, bin ich jetzt was. Das war jetzt dumm. Aber getroffen. So. Das ist, glaube ich, der Raum, den man angucken könnte. Oh ja. Hier wartet ein. Gauldursson auf mich. Rauslocken.
Leute. Dann muss ich nur hier oben hinstellen, sonst kann er gar nichts machen. Echte. Der in der Mitte. Würde ich ja sagen, dürfen wir jetzt nicht nochmal wiederkommen. Ja, Fragment von Galdus. Galdus Schwarzboom. Alter Finne. Versiegelungsformel. Okay. Ich würde mal so behaupten, dass der Elfenbogen mit einem Schaden von 40 gegen Galdur Schwarzbogen mit einem Schaden von 43 nicht mithalten kann. Und ich den von meinem Favoriten entfernen und den wieder hinzufügen. Absorbiert 20 Magika-Punkte. Das kann ruhig leer gehen. Das kann ich irgendwann wieder aufladen, wenn es wieder voll ist. Das ist mir egal. Aber es macht 43 Schaden. Das sind 3 Schaden mehr. Verzauberung ist mir in dem Sinne relativ egal, weil ich keine Magika benutze zu diesem Zeitpunkt. Beziehungsweise solange ich hier Magier bin. Und daher ist mir das relativ rille. Lang. Es war aber wieder ein leichter Gegner. War ganz witzig gemacht. Aber schwer ist halt wirklich anders. Zweihändig verbessert auf 17. Kleiner Seelenstein. Was haben wir hier? Perle. Perle und eine kleine Perle. Und eine Ruhe. Aber wo Steinhaut? Weiß ich gar nicht, wie ich das schon habe. Mal gucken. Objekte, Bücher, Zauberbuch, Steinhaut. Kannte ich noch nicht. Jetzt kenne ich den Zauber. Sehr gut. Pilze. Ja, Wolleck. Und öffnen. Sehr schön. Zeig ich doch, da kam ich wieder raus. Oh, hier sind noch ganz viele Pilze. Warum habe ich die vorhin nicht mitgenommen? Was bin ich nur für ein Unhold? Hätte ich doch mitnehmen sollen. Okay, Freunde. Auch wenn das euch vielleicht nicht ganz so gut gefällt, wir werden erstmal nach Weißlauf reisen. Und unser Inventar entleeren, weil das nächste Verlies. Da könnte schon wieder viel zu finden sein. Oh. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Okay. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gut. Ihr braucht etwas? Eigentlich nicht, nein. Okay. Brief eines Freundes. Finde die Energiequelle in Herbstwachturm. Ja, die ganzen Dinger muss ich jetzt mal rauswerfen. Und dann kommen wir irgendwann richtig durcheinander. Briefe. Briefe mache ich hier rein, glaube ich. Oder? Kann ich das? Das hier. Und hier, warte mal, hier. Zack. Alles klar. Okay. Wir haben ein bisschen was an Zutaten gesammelt. Ein bisschen ist gut. Wie gesagt, ich hatte offscreen einiges noch gefunden, wo ich da nach Mortal gelatscht bin. Ich weiß, ich hätte auch mit der Kutsche fahren können. Da hatte ich aber zu diesem Zeitpunkt irgendwie keine Lust drauf oder habe nicht dran gedacht. Ich
glaube, dran gedacht hatte ich schon, aber ich habe mich dazu entschieden, vielleicht noch irgendwo auf dem Weg wen zu treffen, wo man vielleicht noch eine Quest bekommen könnte. War jetzt nicht wirklich so gewesen. Erst dann dort vor Ort. Und habe mich dann dazu entschieden zu laufen. Und auf dem Weg hat man halt an Zutaten gar nicht mal so wenig gefunden. Okay, hier Schriftrollen. Eine Rolle der Hysterie habe ich doppelt. Sonst nix. Zaubertränke, da habe ich aber einiges doppelt. Ja, sage ich ja. Auch wenn ich das nie benutze, ich habe immer gerne einen von jedem dabei. Wie gesagt, auch wenn ich das wirklich bis auf Heilungstränke... Oh. Na, jetzt habe ich einen weggeschmissen, das würde ich aber nicht... Also, hier reingelegt, den ich eigentlich gar nicht reinlegen wollte. Das wird wohl nicht so tragisch sein. 6 Stück da rein. Ja. Zaubertrank der Heilung. Hier. 5 da rein. Zaubertrank der kleinen Heilung. 19 da rein. Krankheitsheilungstränke. Braucht da auch kein Mensch. Starke Heilung. 5 Stück da rein. Definitiv. Und Berserker. Habe ich hier oben schon mal Berserker gehabt? Scharmützler. Gut. Das hier habe ich. Wir nochmal hier dran gehen. Okay, hier Bärenpilz natürlich nicht, aber den Barren, den Eisenbarren, das Eisenerz, die Lederstreifen, den Orihalkum-Barren, das muss alles da rein, sehr schön. Hier ist jetzt mein Seelenschrank, Seelensteinschrank, Seelenschrank, genau, einfach alle rein. Weil ich sie zu diesem Zeitpunkt sowieso noch nicht verwende. Deswegen können die da alle schon mal rein. Waffen. Also jetzt, wo wir dabei sind, kann auch der Elfenbogen, auch wenn der 470 ist, schon was wert. Könnt da rein. Gauldur Schwarzklinge, die kommt auch da rein. Ich habe den Gauldur Schwarzbogen ausgerüstet. Kleidung, eben Erzstiefel rein damit. Die kann ich, glaube ich, noch nicht ablegen. Der Ring kommt da nicht rein. Genau. Die Gauldus-Fragmente will ich auch gar nicht da ablegen jetzt. Die brauchen wir ja schließlich noch. Und jetzt hier. Alles da rein. Davon brauche ich momentan nichts. Perfekt. Jetzt ist unser Inventar ausgeleert. Wie viel können wir? 123 haben wir. Perfekt. Was benötigt ihr, mein Tane? Ich brauche gar nichts. Danke. Ja, oder wie du heißt. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. 5 Minuten so circa, würde ich sagen. Aber wir werden jetzt uns dem hier nicht mehr widmen, sondern erste Lektion. Melde dich bei Mirabelle Irvine. Irvine. In der Akademie von Winterfeste. Dann kommen wir, wie gesagt, sowieso ins Saartal. Dann können wir das gleich verbinden. Ja, brauchen wir nicht zweimal da rein. Nur Waffen mal wegstecken, würde ich sagen. Schneebären. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar. Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt.
Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja, ich würde mich gerne umsehen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Arcaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ja, ne? Müssen wir wieder der Ollen da hinterherlatschen, die uns hier ein bisschen rumführt. Anstatt dass du hier querfährt ein durchgehst, du willst mich doch sowieso dorthin führen. Mein Gott. Aber da würde man ja vielleicht Schneeschuhe bekommen. Das geht ja gar nicht. Aber wer bist du denn? Hallo? Ich will euch einen Rat geben. Ihr wollt an etwas arbeiten, das offiziell nicht erlaubt ist? Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Okay. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Na gut. Halle der Leistung. Wollen wir doch mal. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Okay. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Ja, alles klar. Geh ruhig schon mal. Ich komme gleich nach. Erstmal will ich die Schränke hier durchwühlen. Wenn wir mit der Führung über das... Ja, wenn die mir auch so viel sind, schenken, können wir reden. Dann nehme ich natürlich dankend mit. Dankeschön übrigens. Hier würde ich wieder stehen. Okay, das ist natürlich dann gut gemacht. Kann ich nicht überall was rausnehmen. Aber anfangs werdet ihr Unterricht bei Teufelier haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Machen wir der mal weiter hinterher latschen. Oh, Entschuldigung, ich musste mich mal wieder muten. Boah, da, ich muss niesen in letzter Zeit wegen der Allergie, das ist echt übel. Aber normalerweise sollte es bald zu Ende sein. Wegen der Allergie. Es ist aber echt trotzdem immer noch heftig. Schneebären, yay. Wo bist du denn? Hier ist dem. Woher seid ihr gekommen? Oh! Lass dich von Wolf hier einweisen, okay. Aber erstmal müssen wir diesen Drachen hier erledigen. Wo kommt er denn auf einmal her? Kam er auf einmal her? Wie stört jetzt sich hier jetzt? Los, her damit. Her mit der Seele. Sehr schön. Hier muss ich gehen. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu.
Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ja, also Sicherheit ist schon mal das Allerwichtigste, ja? Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber. Kann ich denn hier eigentlich schon Schutzzauber? Nee, nur Schutzgeist beschwören. Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Ja. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt. Ja. Um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Ja. Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt. Magie? Alle? Wo ist denn hier? Was ist denn der Schutzzauber? Ich kann den noch gar nicht. Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Okay, krieg ich den jetzt noch? Ja. Magie. Alle. Leute. Ah, leichter Schutz. Ja. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Och Mensch, ach Quatsch. Alle leichter Schutz auch auf links. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Ja, ich lasse das mal gerade voll gehen. Jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Okay. Und los. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Ja, ja. Erforscht du mal. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ja. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Seht ihr? Saartal. Mhm. Aber in Saartal werden wir, in der nächsten Folge gehen.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dahin sage ich ciao.